Ja, hier haben wir Staffel 2 mit einem kleinen Fehler, weil tatsächlich hier die falsche Brosche drauf abgebildet ist. Das ist die Brosche von der dritten Staffel. Da müsste ja die von der zweiten Staffel drauf sein. Also das ist ein bisschen Fail, aber ist halt ein Fehler der Japaner und zeigt einmal mehr, dass die Leute, die an Sailor Moon Crystal gearbeitet haben, nicht so wirklich firm waren mit dem Franchise, mit Sailor Moon und überhaupt. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass das jetzt Leute waren, die selber irgendwie voll die Sailor Moon Fans waren und einfach das Verlangen hatten, auch der Vorlage gerecht zu werden. Also, nee, wirklich nicht. Also, ich bin sehr unzufrieden mit den ersten zwei Staffeln und was am Ende dabei rausgekommen ist, weil es gab Abweichungen vom Manga und all diese Abweichungen waren zum Nachteil statt zum Vorteil, weil dadurch der Fokus noch stärker auf Sailor Moon gelegt wurde als sowieso schon. Und das fand ich einfach sehr fatal. Also, oder auch das mit den Prinzen der vier Himmel. Wem war dann jetzt damit geholfen, dass die mal eine ganz kurze Liebesstory bekommen mit allen vier Kriegerinnen, was sowieso irgendwie total an den Haaren herbeigezogen ist? Ja, also da ist eine Kriegerin auf dem Mond, eine Prinzessin auf dem Mond, pardon. Und all ihre vier Leibwächter verlieben sich in die vier Leibwächter von dem Prinzen, in den sie auch verliebt ist. Das ist sowas, sowas würde niemals in Real passieren. Ja, da gibt es doch immer Stress. Zum Beispiel hätte sich Ami ja auch in Kunzite verlieben können und dann übelst den Bitchfight haben können mit Minako oder was weiß ich was. Es war einfach zu konstruiert. Ja, haben wir hier. Dieses Mal hat es tatsächlich keine Fettflecken hinterlassen, der Kleber. Gott sei Dank. Aber hier den Schuber finde ich auch nicht wirklich schön. Also ganz ehrlich, das sieht aus wie so eine alte Oma-Tapete. Aber das ist doch nicht schön, sowas. Also nee. Wirklich nicht. Dann hätte man lieber noch hier das Motiv nehmen können. Oder noch besser hätte ich gefunden, das Motiv hier. Für den Schuber. Aber es ist, wie es ist. Jammern bringt nichts. Hier haben wir auch so Synchron-Specials als extra immer drauf auf den DVD-Boxen, also wo die Synchronsprecher ein bisschen was erzählen zu ihrer Arbeit. Es gab auch so eine kleine Doku, die aber leider auch nur in geschnittener Fassung auf der DVD-Box von der ersten Staffel drauf war, weil irgendwie Copyright und so ein Kram. Aber man kann die ungeschnittene Doku auch auf dem YouTube-Channel Sailor Moon German gucken, was natürlich wiederum die Tatsache überflüssig macht, dass das als extra überhaupt auf die DVD draufgepackt wurde. Ich glaube, das war hier bei der zweiten. Oder? Oder war das hier bei der letzten? Ah nee, das war hier bei der letzten Box. Da ist diese Dokumentation drauf. Wie gesagt, hier in geschnittener Fassung und auf dem YouTube-Channel Sailor Moon German findet ihr eben die Uncut-Fassung. So, dann zeige ich euch mal die Ausstattung. Ich glaube hier bei der Volume 3 war Lippenbalsam dabei als extra auch. Ja, da steht's. Das Synchron-Special, Booklet-Postkarten, Magnet und Lippenbalsam. Den habe ich auch schon benutzt. Das ist einfach Labello. Also es riecht wie Labello, es schmeckt wie Labello. Es ist einfach Labello. Hier, wer es ganz genau wissen will, hier haben wir noch ein paar Angaben. Lip Butter. Wer die produziert hat. Ich kann es ja mal aufmachen. Das fand ich tatsächlich als extra ziemlich nice. Das werde ich auch aufheben, auch wenn ich dann irgendwann diesen Balsam aufgebraucht habe. Also gerade im Winter, wo meine Lippen so extrem spröde waren, war das mal ganz gut. Da war ich froh, dass ich das hier hatte. Aber es riecht auch direkt so. Dieser Labello-Geruch kam jetzt gerade direkt so hoch, wo ich das aufgemacht habe. Ne, also auch wenn ich die irgendwann leer habe, werde ich immer noch mir das aufheben, weil ich finde, das sieht echt schön aus. Ja, hier geht es von Akt 14 bis Akt 20. Und ich muss sagen, die zweite Staffel gefällt mir noch weniger als die erste Staffel. Ich fand einfach gerade hier diesen Teil extrem in die Länge gezogen. Wo sie in die Zukunft reisen und dann wieder zurück in die Gegenwart und dann wieder zurück in die Zukunft. Und ja, dieses ganze Hin und Her hat mich ein bisschen genervt. Und das war ja tatsächlich in der alten Serie nicht so. Da sind sie einmal alle zusammen in die Zukunft gereist und dann eben zurück in die Gegenwart und nicht ständig dieses Hin und Her.
Achso, ich kann ja mal die Discs abmachen. Darunter seht ihr eben Sailor Moon Silhouette vor dem Vollmond. Ich glaube, das ist bei allen Digipacks gleich. Und dann schauen wir uns mal an, welche Postkarten wir dieses Mal hier haben. Hier sehen wir schon direkt Chibiusa. Die vier Freundinnen, mal in Zivilgestalt, nachdem wir sie ja zuletzt schon als Sailor-Kriegerinnen einzeln hatten als Postkarten und hier Sailor Pluto. Halt immer die wichtigsten Charaktere vom jeweiligen Story-Arc. Dann hier noch das Booklet. Auch hier fallen die Episodenbeschreibungen wieder lächerlich kurz aus, weshalb man das nicht so wirklich als Episodenguide gebrauchen kann eigentlich. Leider. Finde ich ein bisschen schade, da hätte man ruhig ein bisschen längere, ausführlichere Episodenbeschreibungen machen können. Ja, die Charaktere, Konzeptzeichnungen. Hoppala. Was für mich ja übelst befremdlich ist bei Sailor Moon Crystal, dass Sailor Pluto die Stimme hat von Mac aus Family Guy. Das hat für mich den Charakter ehrlich so ein bisschen zerstört, weshalb ich sie gar nicht richtig ernst nehmen konnte. Gerade in der zweiten Staffel war es besonders schlimm. In der dritten Staffel ging es dann, aber in der... Nee, ging, war genauso wie mit Sailor Venus, die ja von Ashs alter Synchronsprecherin gesprochen wurde. Da konnte ich mich einfach nicht dran gewöhnen, weil für mich wird es immer die Stimme von Ash bleiben. Wobei ich aber auch Caroline Combrinks Leistung etwas schwach fand, also gerade in den Szenen, wenn Sailor Venus weinen musste. Also weinen kann sie einfach nicht, sie ist halt auch wirklich mehr so der Junge, der knallhart seine Ziele verfolgt und nicht wirklich das weinerliche Mädchen. Wobei ich es schon ein bisschen lustig finde, dass die ja die Synchronregie teilweise auch mit übernommen hat. Im Wechsel mit zwei anderen Synchronregisseuren. Ich glaube, Pascal Breuer ist der andere. Also hier Neflites Stimme aus der alten Serie und Tuxedo Masks Stimme aus der alten Serie. Also hier Tuxedo Mask Nummer 2 von Staffel 2 bis 5. Dominik Auer, genau so heißt er. Die drei haben sich das geteilt, haben da sich abgewechselt. Und ich finde es ja witzig, dass Caroline Combrink eine von den Synchronregisseurinnen ist, weil das ja auch so ein bisschen zu ihrer Rolle passt, weil Sailor Venus ja auch offiziell die Anführerin der Inner Senshi ist. Also nichts gegen Caroline Combrink, um Gottes Willen. Ich liebe die Frau, ich liebe ihre Stimme. Aber wie gesagt, es ist mir halt echt negativ aufgefallen. In den Szenen, wo Sailor Venus weint, dass das einfach sie nicht so gut rübergebracht hat. So, wenn man dabei genau hinguckt, seht ihr, mein Sammelschuber ist aber auch ein bisschen verbeult hier unten drunter. Oh ja, wenn man da reinguckt, da ist auch ein Knick zu sehen. Also die sind beide irgendwie ramponiert. Ich hätte natürlich jetzt wieder ein mega Fass aufmachen können, rumheulen können, umtauschen können und alles. Aber ich hatte einfach keine Lust. Okay, ist auch so eine Stoßkante. Bisschen verschrumpelt sieht das aus. Weil ich die Schuber sowieso nicht so schön finde. Und was soll ich ja jetzt einen riesen Fass aufmachen wegen Schubern, die ich sowieso porthässlich finde. Das war auch ein Grund, warum ich mir die DVDs gekauft habe und nicht die Blu-Rays. Weil die Blu-Rays finde ich tatsächlich noch hässlicher. Weil da hat der Schuber ja oben noch diesen blauen Blu-Ray-Streifen, der ja überhaupt nicht zum Rest passt farblich. Und das ist ja, boah nee, geht gar nicht. Also furchtbar. Das setzt dem Ganzen ja echt noch die Krone auf. Also ich hoffe wirklich, dass ich diese generösen Blu-Rays durchsetzen, falls ich das Wort jetzt wieder richtig verwendet habe und nicht wieder falsch. Also dass eben die Blu-Rays identisch aussehen mit den DVD-Boxen. Außer, dass die halt ein bisschen kleiner sind vielleicht. Aber das hier, das muss unbedingt aufhören, ja, dass die Blu-Ray-Boxen so verschandelt werden mit diesen blauen Streifen. Ich glaube, solange das der Fall ist mit diesen blauen Streifen, wird sich auch die Blu-Ray nicht behaupten können gegen die DVD. Weil die Leute haben ja auch ein ästhetisches Empfinden und wollen nicht sowas kotzkackhässliches im Regal stehen haben. So, hier die Box sieht total schön aus, wo Chibiusa eben dann auch als Sailor-Kriegerin erwacht. Was ja im Manga bzw. im zweiten Story-Arc deutlich schöner erzählt wurde und tatsächlich auch die Stärke ist von der zweiten Sailor Moon Crystal Staffel gegenüber der alten Serie.
Ja, wo Sailor Plutus Tod eben der Auslöser dafür ist, dass Black Lady sich in Chibiusa zurückverwandelt und eben als Sailor-Kriegerin, also als Sailor Chibimon, erwacht. Und von da an ja auch dann tatsächlich anfängt, in die Pubertät zu kommen und zu wachsen. Finde sogar, mit den ganzen irrwitzigen Ideen könnte man durchaus Sailor Moon Crystal als Science-Fiction-Serie einordnen. Also das Zeitalter der Langlebigkeit, ja, dass die Menschen jetzt 2000 Jahre alt werden wegen dem Silberkristall und so weiter und so fort, ist alles schon sehr Science-Fiction-mäßig. Also hier seht ihr, das geht bis Akt 26 Wiedergeburt Never Ending von eben Akt 21 Komplikation Nemesis. Da seht ihr auch Sailor Chibimon. So sahen die Discs vorher auch aus oder so ähnlich, also nichts Außergewöhnliches. Was ich hier total ärgerlich finde, guckt euch diesen Chibiusa-Magneten an. Also da ist ja total diese oberste Schicht abgefetzt da an der Ecke. Da seht ihr es. Das ist schon total blöd. Und ich finde auch die Farbe sieht irgendwie total verwaschen aus, also von dem Magneten. Ich weiß nicht. Aber auch da wollte ich jetzt kein Fass aufmachen. Tatsächlich ist jeder Magnet ein bisschen dicker als die bisherigen. Ja, das Covermotiv als Postkarte, wer es braucht. Das finde ich natürlich total schön. Black Lady. Ich hätte gerne mal ein Bonuskapitel oder irgendwie so eine Side Story, in der Black Lady und Mistress Nine aufeinandertreffen und zusammen Böses tun. Das wäre mal so richtig episch. Überhaupt finde ich das ein bisschen schade, dass es von Sailor Moon gar keine Spin-off-Mangas gibt von anderen Autoren, von anderen Mangaka. Wie man das jetzt zum Beispiel bei Dragon Ball ja hat, mit Dragon Ball SD, Dragon Ball Super. Und jetzt kommt ja demnächst auch noch Dragon Ball Side Story Yamcha. Ich habe die Storybeschreibung gelesen, habe gedacht, das ist so unfassbar irrwitzig, den muss ich mir unbedingt holen. Beziehungsweise, wenn ich Glück habe, kriege ich sogar ein gratis Rezensionsexemplar von Carlsen. Also, das ist einfach die Idee, ja. Also, ein Junge kennt das Dragon Ball-Universum aus dem FF. Und findet sich eines Tages in Yamchus Körper wieder in der Dragon Ball Welt und weiß ja schon genau, was passieren wird und muss dann irgendwie versuchen, Yamchus Schicksal abzuwenden, also dass er eben von den Pflanzenmännern gekillt wird. Genial, wie kommt man auf sowas? Und sowas hätte ich gerne auch von Sailor Moon. Bitte, bitte, Naoko Takeuchi, erlaube Spin-off-Mangas zu deinem Meisterwerk. Ey, bitte, ich brauche einen Spin-off-Manga über Chibiusa mit Hotaru als Mistress Nine und Black Lady. Und ich brauche dringend, dringend einen Spin-off-Manga über Sailor Chibimons neues Sailor-Team mit dem Amazonenquartett, wo bitte Sailor Saturn und Sailor Pluto auch mit auftauchen. Sailor Pluto vielleicht so als Mentorin, weil ja Pluto jetzt zum Zwergplaneten degradiert wurde, sage ich jetzt mal. Ja, passt ja eigentlich auch dann ganz gut da in den Club der Zwergplaneten. Nee, das fände ich unfassbar geil. Sailor Moon hat so viel Potenzial noch, was ungenutzt geblieben ist. Sowohl im Manga als auch in der alten Anime-Serie, als auch in Sailor Moon Crystal. Da muss unbedingt noch mehr kommen. Ja, so sehr ich das ja auch immer bedauere, wenn so manch anderes Franchise bis zum Rest ausgemolken wird, ja, bis da nur noch so eine leblose, abgemagerte Kuh am Boden liegt und selbst da wird nochmal kräftig durchgemolken, ja, wie das zum Beispiel bei Naruto, Dragon Ball und One Piece der Fall ist. Aber gerade hier bei Sailor Moon, finde ich, ist noch längst nicht alles geschehen. Da kann noch viel mehr kommen. Wegen mir kann Naoko Takeuchi auch noch ein Sequel zeichnen. Dann wäre es wenigstens von der Original-Mangaka, aber bitte nicht so gerusht. Oder was auch total geil wäre, ein Sailor Moon Hunter Hunter Crossover. Ich meine, ganz ehrlich, die beiden sind verheiratet, also Yoshihiro Togashi und Naoko Takeuchi. Also wo ist da bitte das Problem? Macht doch mal ein Crossover zwischen Sailor Moon und Hunter Hunter, ja, wo Gon auf Sailor Moon trifft. Das wäre doch auch mal total genial. Also ich hätte da so die Ideen sprudeln, ihr merkt es schon. Also wenn ich mehr zeichnerisches Talent hätte, ich würde mich sofort dransetzen, mehr Zeit hätte, mehr. Spaß an der Freude, ich würde mich sofort hinsetzen und würde da was ausarbeiten.
Ja, hier haben wir auch wieder die falsche Brosche drauf abgebildet. For whatever reason. Ist halt so. Ja, hier ein anderes Anime-Kase-Dingsbums-Heftchen. Vielleicht finden wir da irgendwas, was ich euch empfehlen kann. Also das finde ich halt wirklich schade. Hier, ich habe noch nicht reingelesen oder reingeschaut, aber My Hero Academia ist bestimmt gut. Aber das finde ich halt echt schade, dass sich Kase zu so einem edgy Harems-Bullshit-Anime-Publisher gewandelt hat. Das finde ich wirklich sehr schade. Aber es scheint sich zu verkaufen, das Konzept scheint irgendwie aufzugehen. Anscheinend gibt es eben doch genug hirnverbrannte, notgeile Anime-Fans, die einfach nur nackte Mädchen mit unrealistisch großen Brüsten sehen wollen und keine Handlung brauchen. Ich finde es sehr, sehr bedauerlich, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt, aber man kann ja nichts dran ändern. Yo-Kai Watch finde ich persönlich ganz witzig für zwischendurch und hat auch ein paar traurige Episoden. Ja gut, bei Lafina fand ich den Anime jetzt nicht so gut wie den Manga, also das würde ich euch jetzt nicht so empfehlen. Aber Detektiv Conan natürlich, also ist ja sowieso einer der ganz großen Hits. Wobei natürlich irgendwann die ganzen Filler auch ein bisschen nervig werden, muss man auch dazu sagen. Aber die kann man ja dann einfach überspringen. Mit Dragon Ball Z Resurrection F. Ob ihr euch den Film jetzt holt oder eben Dragon Ball Super Staffel 2, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Gehüpft wie gesprungen. Hier haben wir Attack on Titan. Soll ja auch wahnsinnig gut sein. Ich habe bisher nur in die Realverfilmungen reingeschaut, ehrlich gesagt. Und da weiß ich jetzt auch nicht, ob das wirklich dem Hype so gerecht wird. Ich werde mir aber bei Gelegenheit definitiv auch mal den Anime zu Gemüte führen. So, aus irgendeinem Grund war das Heftchen falsch rum hier drinne. Habe ich das hier schon durchgeblättert? Ja, habe ich. Ich bin auch schon ganz matschig in der Birne, aber das geht ja hier auch schon wieder wahnsinnig lange. Mein Mund ist total ausgetrocknet. Aber deswegen habe ich das auch so vor mir hergeschoben, weil ich ja wusste, mit wie viel Arbeit diese Videos hier verbunden sind. Und das ist ja noch nicht mal meine komplette Sailor Moon-Sammlung, was ich euch hier zeige, sondern ja wirklich nur die elementarsten Sachen, also Anime und Manga. Kommt ja noch der Schuber dazu. Na. Oh, geh schon rein. Nee, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ich bin fertig. Fertig mit den Nerven, fertig mit der Welt. So, bringen wir es endlich zu Ende. Jetzt fehlt ja nur noch eine Box. Hey, der Schuber sticht tatsächlich. Ups. Der Schuber sticht tatsächlich deutlich heraus. Also ich finde, der hebt sich deutlich von den ersten beiden ab, wegen der dunklen Farbe, weil die ersten beiden waren ja eher hell. Einmal weiß, einmal so hellrosa, so zartrosa irgendwie. Und hier, der ist halt richtig schön, nach meinem Geschmack, so dunkel. Ich glaube, das ist ein ganz dunkles Blau, also kein Schwarz, sondern ja, also ich finde, das ist auch tatsächlich der schönste Schuber bisher. Und hier seht ihr eben, dass diese Schleife so reliefartig da drauf ist. Also sich so ein bisschen an der Stelle das auch so nach außen wölbt. Ja, dann schauen wir uns doch mal die Boxen da drinnen an.
erstmal konträr zum Design von der Box hier. War ausgerechnet so ein pinkes Ding hier dran geklebt. Und hier habe ich tatsächlich für die Volumes, da bin ich mir sicher sogar, immer nur jeweils 32 Euro bezahlt. Und zwar hier Volume 1 war nämlich im Angebot gewesen. Also es war nur ein einziger Tag drin bei Amazon neu für 32 Euro, weiß ich noch. Und da habe ich mich mega gefreut und hatte aber keine Kohle zu dem Zeitpunkt. Und am nächsten Tag war das Angebot schon wieder vorbei und ich habe gedacht, das würde ein bisschen länger anhalten als einen Tag. Und das Witzige ist, Kim habe ich erzählt davon und sie hat sich die dann gekauft. Also sie hat dann später die Box aber irgendwie zu Weihnachten geschenkt bekommen, also es war ja kurz vor Weihnachten, und hatte sie ja dann doppelt. Und da sie sich die aber heimlich hat kaufen lassen von ihrem Vater, weil ihr Freund immer schimpft, beziehungsweise ihr Verlobter, wenn sie da so viel Geld ausgibt für Animes, Mangas und so ein Kram, ja, hat sie dann kurzerhand mir die weiterverkauft, die doppelte für 32 Euro eben. Und ich war froh, dass ich sie dann eben doch noch für diesen guten Preis bekommen habe. Also so war das. Und ja, die zweite Volume war auch irgendwann mal für 32 Euro im Angebot, habe ich dann auch zugeschlagen. Wie gesagt, ich finde es immer noch ziemlich teuer, wenn man bedenkt, dass eben immer nur 7 Folgen in einer Volume drin sind. Aber was soll man machen? Also Sailor Moon Crystal Season 3 gefiel mir auf jeden Fall deutlich besser als die ersten beiden. Das fängt schon beim Zeichenstil an. Wir haben nicht mehr diese befremdlichen 3D-Verwandlungen. Wir haben endlich mal ein neues Opening und Ending und sogar 3 verschiedene Endings- und Opening-Versionen, also von verschiedenen Sängerinnen. Das wurde das Opening 3-mal interpretiert. Also das hat sich echt gelohnt. Dann die Extras. Haben wir diesmal auch wieder 3 etwas dickere Magnete. Einmal Luna. Also das sind bisher die hochwertigsten Magnete mit Abstand. Also sie sind auch richtig dick. Ja, da blättert nichts ab. Die sind auch vom Druck her ganz gut geworden. Also Luna, Artemis und wer darf natürlich nicht fehlen? Diana oder Diana. Aber das ist noch nicht alles. Hier haben wir nämlich auch noch die Postkarte mit dem Covermotiv und ein Booklet, was diesmal mehr so wie so ein Kalender nach oben geblättert wird. Aber ich glaube, ich halte es doch mal, oder? Na komm, ich versuche das jetzt mal. So wenigstens mal so ein bisschen. Ja, auch wieder so ein Episodenguide, mit dem man nicht so wirklich viel anfangen kann, weil die Beschreibungen einfach zu kurz sind. Dann haben wir hier halt die Charakterdesigns, also wie die ganzen anderen Booklets zuvor auch. Nichts wirklich Neues. Was interessant war, dass hier auch noch ein Poster dabei war. Das zeige ich euch ganz am Schluss, weil ich mir das mittlerweile an meinen Schrank dran geklebt habe. Deswegen, das habe ich halt nicht mehr hier drinne. Da müsst ihr euch dann gedulden. Also hier sind Akt 27 bis Akt 33 drinne, wobei Akt 27 aufgesplittet wurde auf 2 Folgen. Also tatsächlich sind es mehr Folgen, als es jetzt hier auf den ersten Blick aussieht. Sind das echt 8 Folgen? Kommt das hin, 8 Folgen? Ich bin jetzt selber ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Kleinen Moment. Ja, so wie es aussieht, hat sich doch Kase tatsächlich vertan. Weil hier in dem Digipack eben Akt 33 mit aufgeführt ist, obwohl Akt 33 erst in der nächsten Volume enthalten gewesen ist. Ich denke mal, der Fehler kam dadurch zustande, dass eben Akt 27 aufgesplittet wurde in 2 Episoden und sie das irgendwie nicht so ganz gecheckt haben und deshalb gedacht haben, da müsste noch der nächste Akt mit drin sein oder wie auch immer das war. Man kann nur spekulieren, aber auf jeden Fall, Akt 33 ist definitiv hier noch nicht mit enthalten.
So, dann packe ich alles mal wieder zusammen. So, dann packen wir das wieder hier zurück in den Schuber. Und schauen uns die bisher letzte Box an. Volume 6, beziehungsweise die zweite Volume von Staffel 3. Und da wurde ja tatsächlich das Cover oder die zwei Covermotive von den japanischen Boxen extra für das deutsche Cover zusammengefügt. Also das hier war eigentlich ein einzelnes Motiv und hier das auch eins. Also in Japan gab es halt deutlich mehr Volumes. Ja, wie gesagt, wurde hier zusammengefügt. Da ist irgendwie so eine Einkerbung drin. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber naja, es ist wie es ist. Es ist zwar blöd, ärgerlich, aber ist halt jetzt so. Also Volume 6 enthält die Episoden 34 bis 39 und damit den krönenden Abschluss von Staffel 3. Und bisher, wie gesagt, gibt es auch nicht mehr von Sailor Moon Crystal. Also auch in Japan ging es bisher noch nicht weiter, leider. Oh Gott. Was haltet ihr eigentlich von diesem total merkwürdigen Tuxedo Mask Ending? Also ich fand das sehr, sehr, sehr befremdlich, wie er da so mit seiner Maske im Rampenlicht rumtänzelt und auf einmal da wie in so einer Reklame dann so im weißen Hemd im Regen steht und du lieber Gott. Und total schön finde ich natürlich das Haruka und Michiru Ending, also Eternal Eternity. So sehen die Covermotive dann eben einzeln aus, wie es bei den japanischen Volumes war. Und dann haben wir hier eben noch das Booklet. Da blätter ich jetzt auch wieder nur ganz kurz durch. Hier seht ihr auch, dass Akt 33 definitiv schon zur zweiten Volume gehört. Die ganzen Items, die ganzen Characters. Die Super Sailor Kriegerinnen, Super Sailor Form. So, ist genug. Ich denke mal, wer da jetzt ausführlicher sehen möchte, wie die Boxen ausgestattet sind, was da alles drin ist und so weiter, der kann ja auch ganz einfach ein Unboxing sich angucken. Da gibt es ja bestimmt hunderte auf YouTube. Von daher will ich das jetzt hier nicht so ausführlich machen, alles. Bei so vielen Boxen vor allen Dingen. Sind ja jetzt schon 14 Boxen mittlerweile. Quatsch, 16. Überlegt euch mal. 16 Boxen hat Sailor Moon bisher in Deutschland hervorgebracht. Das ist fast so viel wie One Piece, obwohl es deutlich weniger Episoden sind. Ja, damit wären wir dann endlich am Ende angelangt. Boah, ich bin jetzt auch schon echt erschöpft. Es laugt schon aus. Ah nein, eine Sache habe ich ja noch vergessen. Ich wollte euch ja noch das Poster zeigen. Das wäre dann wirklich der krönende Abschluss. Boah, ich habe Angst, hier den Schuber kaputt zu machen, wenn ich das hier reinschiebe. Genau, damit beenden wir dann die Videoreihe zu meiner Sailor Moon Sammlung. Hier seht ihr nochmal schön alle nebeneinander. Oder ich kann ja auch mal die Boxen nochmal nebeneinander stellen, dass ihr seht, wie es im Regal aussieht. Also natürlich Season 3 ist total der Stilbruch zu vorher. Die sticht einfach raus wie ein bunter Hund, wenn man das so nebeneinander hat. Sowohl wenn man das so rum sich ins Regal stellt, als auch wenn man es sich andersrum reinstellt. Ich finde aber trotzdem gut, dass zumindest die Nummerierung schön beibehalten wurde. Also ein bisschen Wert auf Konsistenz hat Kase dann doch gelegt. Und ich bin mal gespannt, wie es dann am Ende aussehen wird. Wenn dann eben noch eine Box für die vierte Staffel, beziehungsweise den vierten Story Arc, Staffel wird es ja gar nicht, sondern zwei Filme, und eben eine Box für den fünften Story Arc dazu kommt.
Ich frage mich, ob sie überhaupt für den vierten Story Arc ein Chuba dann machen werden von der Größe. Weil wenn da nur eine einzige DVD drin ist, dann tut's ja auch so ein schmales Digipack. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der vierte Chuba dann deutlich dünner wird als Jedi. Was ich andererseits dann von der Optik her, wenn alles nebeneinander steht, dann wiederum schade fände. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie Kasee das Problem lösen wird. Und jetzt gehen wir uns das Poster angucken.